Hey Leute, herzlich willkommen beim neuen Foodtest hier auf dem Kanal. Heute geht's weiter mit einer weiteren Schokolade. Und zwar, wie ich habe euch gesagt, wir ziehen die Kakaoklasse durch und deshalb geht's heute weiter mit der Rittersport 74% die kräftige mit Kakao aus Peru. Ich frage mich, warum sie die für die einzelnen Tafeln Kakao von den verschiedenen Farmen benutzen. Ich check's ehrlich nicht. Bitte schreibt mal da in die Kommentare, wenn ihr da was wisst, weil ich verstehe nicht, weshalb sie hier nicht einfach auch Kakao aus Ghana oder aus Nicaragua verwenden, sondern hier extra nach Südamerika fliegen. Oder halt das da von da beziehen. Weiß nicht. Aber naja, darum soll es jetzt nicht gehen. Ich bin gespannt. Wir haben jetzt 13% mehr als bei der letzten. Also ich glaube, die wird schon ganz schön reinklatschen. Aber jetzt, ich bin auf die Schokolade gespannt. Wir haben hier eine orangene Seite, hier eine blaue Seite. Finde ich auch sehr ansehnlich. In der Mitte eben die Kakaobohne. Es ist echt schön anzuschauen. Wirklich. Also verpackungstechnisch Rittersport. Aber ihr wisst, da bin ich schon immer Fan von euch gewesen. Ist hier nass gewesen? Nee. So, das ist die Rückseite. Ich sehe, okay, Zutaten hat sich nicht viel geändert. In dieser Tafel stecken 74% echtes Kakaoglück mit peruanischem Edelkakao mit feinen Fruchtnoten. 100% zertifiziert nachhaltiger Kakaobezug. Richtig gute Schokolade, braucht nicht viel. Drei Zutaten. Geil. Unsere Kakao für die beste Rittersport aller Zeiten. Wir beziehen ein Volumen, bla bla bla. Ja, nee, geil. Okay, quadratisch praktisch gut. Den Leitspruch haben wir da. Das patentierte Nickpack haben wir auch da. Produziert und vertrieben von der Alfred Ritter GmbH und Co. KG in 7111 Waldenbuch. Wie immer, schöne Grüße an alle aus Waldenbuch. So, dann kommen wir direkt zu den Nährwertangaben, die 100 Gramm. Wir haben einen Energiewert von 2594 Kilojoule bzw. 627 Kilokalorien. Krass. Boah, heftig, heftig. Fett haben wir 50 Gramm. Boah, ist das schön, jetzt mal bei Fett 50 Gramm zu lesen und nicht bei Zucker. Und davon gesättigte Fettsäuren haben wir 32 Gramm. Auch heftig. Kohlenhydrate haben wir 27 Gramm, davon Zucker 24 Gramm. Also jetzt haben wir viel weniger Zucker als bei allen Rittersport und allen anderen Schokoladen, die wir auf dem Kanal hier getestet haben, plus viel mehr Kakao. Was willst du da mehr? Also jetzt mal hier, ne? Jetzt macht man keine halben Sachen. Eiweiß haben wir 7,0 Gramm, auch geil. Salz haben wir 0,01 Gramm. Ja, hier muss ich gar nicht sagen, was raussticht. Alles. Geil. Zutaten. Wir haben eine Edelbitterschokolade, wie auch bei die letzte schon war. Kakao 74% mindestens, nur eben mit 13. Das ist kein Unterschied zu der anderen, zu der, die Feine hieß die, genau. Sondern es sind 13% mehr Kakao, einfach krass. Ja, drei Zutaten. Kakaomasse mit Kakaobohnen aus Peru, Zucker und Kakaobutter. Ja, Gesundheitsnote hier. Puh. Oh, das ist hart, das ist unfair. Ich gebe hier jetzt sogar eine 3+. Immer noch eine relativ knappe Empfehlung, aber doch, wir haben 13%. Das, wenn ich jetzt die gleiche Note gebe wie die andere, dann heißt es, ich werte sie ungefähr gleich. Ich müsste es echt so mit bis 100 machen, weil dann könnte man viel besser, viel feiner so differenzieren, aber hier doch, ich gebe eine 3+ für eine Schokolade zum Naschen, immer noch, ne? Aber trotzdem, geil. Der einzige, das Einzige, was ich meckern kann, ist der Zucker, das ist kein Witz. Und halt die Verarbeitung zur Schokolade erstmal aus der Kakaobohne. Da klar, gehen auch Nährstoffe flöten etc., aber beziehungsweise kommen ungesündere dazu, aber ne, trotzdem. Eine 3+, Gesundheitsnote hier, 74%, die kräftige, ja, ich bin gespannt, Leute. Auf das Snickpack. Oh, ist die hart. Boah, ist die hart. Aber wir machen hier auf. Sehr dunkel. Lächelt sie uns hier schon an. Warte, ich ziehe kurz die ganze Tafel raus, dass ihr es seht. Richtig schwarzer Block. Krass. Also für Leute, die jetzt dunkle Schokolade nicht mögen, bitte abschalten lieber. Ich muss sagen, bis einem gewissen Lebensalter habe ich auch nur Vollmilchschokolade gemocht. Aber umso mehr man sich seines Körpers bewusst wird und seines Geistes, ne, umso mehr wechselt man vielleicht doch zu den anderen Ufern. So, hier haben wir das gute Ding. Leute, wünscht mir Glück. Bitte ehrlich, ich habe voll Respekt vor diesem kleinen Quadrat. Aufs Wohl. Auf die Kakaobohne aus Peru. Boah. Ja. Ja. Da spürst du den Kakao schon echt nochmal gut mehr als bei der 61%. Sehr bitter. Also doch schon bitter. Nicht nur so herb, sondern schon bitter richtig. Du hast jetzt die Bitterstoffe richtig auf der Zunge. Doch.
Boah, also, Rittersport, Kakaoklasse, 74%, die kräftige. Fazit, sehr bitter. Oder bitter, sagen wir es eher so, noch nicht sehr bitter, aber schon, Aber halt, ja, was soll ich sagen, ey, bei dem Kakaoanteil und so, wow, das ist einfach nur geil. Boah. Geschmacksnote. Ich probiere mal im Verhältnis zu, wie gesund natürlich etwas ist, auch. Geschmacksnote gebe ich hier auch eine 3+. Doch einfach mal so jetzt als, ich glaube, das erste Naschzeug hier auf dem Kanal, was erstens eine knappe, aber trotzdem eine Empfehlung kriegt. Hier halt auch in Maßen. Es ist immer noch für eine Schokolade, für zum Naschen. Aber hier könnt ihr jeden Tag ein, zwei Stücke, drei Stücke, vier, fünf, sechs Stücke essen. Und das ist echt okay, ne, ohne Witz jetzt. ja, Geschmacksnote gibt es eine 3+. Es ist schon echt gewöhnungsbedürftig. Es hat nichts mehr was mit süß eigentlich zu tun. Da hast irgendwo noch den Zucker, den schmeckst du schon raus. Aber es ist schon deftig. Da wartet dann noch ein Finalist auf uns. Und den schauen wir uns beim nächsten Video an. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war's. Rittersport, die kräftige 74%. Ich freue mich über eine Bewertung. Schreibt, ob ihr sie schon mal gegessen habt und wie ihr sie fandet. Und ansonsten dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.